Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar zum Thema gesundheitliche Fragen zu Covid-19. Wir haben sehr interessante Gesprächspartner heute Abend bei uns mit nationalem Renommee und wir sind uns sicherlich alle einig, dass das heutige Thema nicht nur interessant ist, sondern sehr aufschlussreich für die Zukunft, den weiteren Verlauf zur Bewältigung der Corona-Krise. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Med. Klaus Püschel. Er ist seit 1991 Professor und Direktor des Instituts für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Forensik, forensische Bildgebung, Obduktion, Gewaltopfer, Drogentod und die Untersuchung archäologischer Funde. Professor Püschel obduziert Verstorbene, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Er ist bundesweit dadurch bekannt geworden, dass er die Aussage getroffen hat, ich zitiere, jeder obduzierte Tote auf meinem Tisch war vorerkrankt. Herr Professor Püschel, wir begrüßen Sie in unserer Runde. Guten Tag an alle. Wir begrüßen ferner Professor Dr. Med. Suharit Bhakti. Herr Bhakti ist emeritierter Professor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er war von 1991 bis 2012 Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Professor Bhakti hat wichtige Beiträge in der Malaria- und in der Denguefieberforschung geleistet. Ihre Expertise zur Covid-19-Pandemie wird zugegebenermaßen kontrovers diskutiert. Sie traten mit YouTube-Videos in der Öffentlichkeit auf und Sie schrieben einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Schließlich als Moderator des heutigen Abends Professor Dr. Med. Hans-Joachim Petersohn. Er ist Vorsitzender der Kommission Gesundheit des BVMW, seit 1989 niedergelassener Arzt in privater Naturheilpraxis in Düsseldorf. Seine Schwerpunkte sind die manuelle Medizin, die Umweltmedizin und Naturheilverfahren. Seit 1994 hat er eine Lehrtätigkeit als leitender Lehrgangsarzt im Forschungs- und Präventionszentrum an der Universität Köln. Und seit 1995 nimmt er eine Lehrtätigkeit an der Landesärztekammer in Hessen wahr. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Petersohn, und übergebe an Sie als Moderator. Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich und vielen Dank für die einführenden Worte. Meine Herren, Herr Professor Bhakti, Herr Professor Püschel, ich bin sehr froh, dass Sie dabei sind, dass wir gemeinsam ein Gespräch führen können, schätze ich doch sehr Ihre große Kompetenz. Und natürlich ist es klar, dass bei einem so brisanten Thema auch kontroverse Diskussionen auftreten. Und in diesem Zusammenhang würde ich vielleicht meine erste Frage stellen wollen an Herrn Professor Püschel. Sie haben seit Beginn der Covid-19-Pandemie in Deutschland bis Anfang April im Grunde entgegen der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes Obduktionen an Corona-Toten durchgeführt. Mich interessiert das sehr, welche Ergebnisse Sie in diesem Zusammenhang zeitigen konnten. Können Sie uns etwas zu diesen Ergebnissen sagen? Gerne. Also das Robert-Koch-Institut hat seine Empfehlungen ja nicht herausgegeben unter dem Aspekt von Pathologie und Rechtsmedizin, sondern unter virologischen und epidemiologischen Gesichtspunkten. Also insofern, um das nochmal klar zu sagen, da gibt es keine Gegensätze. Es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise und ich als Morphologe betone immer wieder, dass wir gerade auch im Zusammenhang mit neuen Erkrankungen von den Toten lernen wollen für die Lebenden. Das ist also das Credo, das ist kein leerer Spruch. Und deswegen sage ich ausdrücklich, wir haben in der jetzigen Krise tatsächlich eine ganz besondere Position, weil nur die Rechtsmediziner und die Pathologen das Gewebe direkt untersuchen können und zur Verfügung stellen können, weil nur wir diejenigen sind, die in den Körper tatsächlich direkt hineinschneiden, hineingehen und dann das Gewebe untersuchen. Im Groben gehört dann dazu vor allen Dingen natürlich auch die Feststellung der Todesursache. Und das sind ja unsere ersten Ergebnisse. Die vielen jetzt noch anstehenden Ergebnisse zu Detailbefunden im Bereich der einzelnen Organe, die kann ich Ihnen ja noch gar nicht darstellen. Aber ich kann schon sagen, dass eine wesentliche Erkenntnis ist und die bezieht sich jetzt auf meine Erfahrungen in Hamburg, dass bisher alle Toten über 50 sind, dass alle bisher relevante Vorerkrankungen hatten.
Ich denke, wir werden gelegentlich auch einen jüngeren Menschen zur Untersuchung bekommen. Das weiß ich einfach aus meinen persönlichen Erfahrungen, auch mit zum Beispiel Grippetodesfällen. Aber bisher ist die Lehre aus dem, was wir ziehen, der normale Bürger, so wie Sie und ich, und wir beide gehören auch schon zu den Alten. Risikofaktoren. Ganz klar. Aber normale Bürger muss sich vor dieser Krankheit nicht mehr fürchten als vor 30 bis 40 anderen Infektionskrankheiten, die einfach grassieren, die es gibt. Und vor allen Dingen ist es ein Problem, wenn wir andere Krankheiten aus dem Auge verlieren und mit so einem panischen Blick auf Covid-19 dann zum Beispiel normale medizinische Untersuchungen nicht wahrnehmen. Also meine Botschaft soll tatsächlich sein, das ist keine besonders gefährliche Krankheit. Das Problem ist, dass es eine Pandemie ist, deswegen die Ausbreitungsgeschwindigkeit ein Problem für uns darstellt. Aber vor der Krankheit selbst müssen wir uns wirklich, ehrlich gesagt, nicht fürchten. Herr Professor Püschel, Ihre Hartnäckigkeit immerhin, ich sehe Sie als Pionier in diesem Thema, ist es zu verdanken, dass jetzt das Robert-Koch-Institut auch empfiehlt, Corona-Tote bundesweit zu obduzieren. Und was glauben Sie, wie viele Obduktionen bundesweit notwendig sind, um ein genaues Bild von der Natur der Erkrankung an Covid-19-Patienten zu erhalten? Ich bin davon überzeugt, dass das im Augenblick eine positive Entwicklung ist, speziell die Institute für Pathologie bilden gewisse Schwerpunkte, also zum Beispiel Lungenerkrankungen, zum Beispiel Erkrankungen des zentralen Nervensystems oder Beteiligung des Herzens oder der Niere. Das ist sehr positiv. Es sind auch Kompetenzzentren im Hinblick auf die Sektionen eingerichtet. Also es werden nicht an jedem Feld-, Wald- und Wieseninstitut viele Obduktionen durchgeführt, sondern an einigen Universitätsinstituten. Ähnlich ist es in der Rechtsmedizin. Und ich bin davon überzeugt, dass durch diese Herangehensweise schon in wenigen Wochen sehr wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden über die sogenannte Pathogenese dieser Erkrankung. Also wie breitet sie sich im Körper aus? Und damit können auch Rückschlüsse gezogen werden auf Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn man das Ganze dann auf molekularer Ebene und auf Ebene des Genoms weiter untersucht, ergeben sich sehr konkrete Ansätze, wie man das Virus tatsächlich auf zellulärer Ebene vielleicht daran hindern kann, sich auszubreiten. Ja. Ich bin da sehr optimistisch und glaube, dass durch diese Untersuchungen, ähnlich wie bei anderen Krankheiten, ich habe das zum Beispiel mitgemacht bei HIV und AIDS, in einer kurzen Zeit dann sehr wichtige medizinische Fortschritte erzielt werden, die die Bevölkerung dann noch weiter beruhigen können. Ja, ist es bis heute richtig, dass Sie im Grunde bei den Obduktionen, die Sie bis heute durchgeführt haben, bei jedem Corona-Toten irgendeine Vorerkrankung gefunden haben, in Hamburg speziell? Also das gilt für Hamburg, betone ich immer wieder. Und ich habe es ja eben schon gesagt, also wir finden immer Erkrankungen von Seiten des Herz-Kreislauf-Systems, der Atmung, der Respiration, vorbestehende Krebserkrankungen, dann Erkrankungen des zentralen Nervensystems, speziell solche, die mit einer Schwächung des Immunsystems einhergehen. Und deswegen betone ich auch immer wieder, um das nochmal so plakativ zu sagen, die beste Medizin gegen Covid-19 ist unser Immunsystem. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, wir müssen unserem Immunsystem die Gelegenheit geben, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Und unser Immunsystem wird das in den meisten Fällen schaffen. Es sei denn, ja, wir haben eine Transplantation, wir nehmen Krebsmedikamente ein oder haben eine Krebserkrankung, dann ist es für unser Immunsystem schwierig, weil es geschwächt ist. Konnten Sie bei den Untersuchungen der Toten für Covid-19 verursachte Zellveränderungen typische Veränderungen finden, zum Beispiel an Lunge und anderen Organen, die Sie so noch nicht kannten? Wir haben erste Erkenntnisse, die, denke ich, sehr relevant sind. Beispielsweise haben wir herausgefunden, dass das Blutgerinnungssystem in dem Sinne beeinträchtigt ist, dass sehr viele Thrombosen entstehen und daraus entstehen Embolien.
In den ersten Sektionsfällen haben wir im Grunde fast bei jedem zweiten Fall als Todesursache eine Blutpropfeinschwemmung in die Lunge, also eine Lungenembolie gefunden. Also da stand gar nicht die Lungenentzündung im Vordergrund, sondern dieses Emboliegeschehen. Inzwischen gibt es auch weitergehend spezifizierte Beobachtungen. Wir haben zum Beispiel gerade mitgeteilt, dass bestimmte Bereiche der Niere tatsächlich auch von diesem Virus befallen sind, sodass sich daraus auch Erkenntnisse ergeben, warum wir Urinveränderungen haben. Wir sind jetzt gerade dabei, das für den Herzmuskel nachzuvollziehen. Wir haben eine spezielle Arbeitsgruppe für das Gehirn. Und im Bereich der Lunge haben wir eine typische Viruspneumonie beschrieben. Das ist im Grunde so ähnlich wie bei der Grippe, bei der es dann zu Schädigungen kommt im Bereich der Deckzellen, der Lungenbläschen, woraus sich dann eine weitergehende Entzündung entwickelt, wobei dann häufig Superinfektionen dazukommen, weil andere Bakterien sich besonders leicht ausbreiten können. Und häufig gibt es ein buntes Bild, weil neben dem Virusbefall und Bakterien dann auch diese Thromboembolien eine Rolle spielen. Also ja. Ich gehe davon aus, dass zentral schon die Veränderungen im Bereich der Atemwege sind, dass wir aber im Laufe der Zeit im Bereich vieler anderer Organsysteme auch Schäden finden werden, mit denen der Mensch, um das nochmal wieder zu sagen, in den meisten Fällen fertig wird. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn ein Organ wie das Herz befallen ist, dann kann es auch einmal sein, tatsächlich, dass Herzmuskelveränderungen für ein todesursächliches Geschehen eine entscheidende Rolle übernehmen. Ja, vielen Dank. Ein entscheidendes Argument des Robert-Koch-Institutes zunächst gegen die Obduktion war ja, soweit ich das in Erinnerung habe, dass man Angst hatte, durch die Eröffnung der Leichname weitere Streuung von infektionsgefährdenden Viren zu begünstigen oder vielleicht sogar die Pathologen anzustecken. Wie sieht's aus in Bezug auf die Obduktionen? Mussten Sie bei Coronavirus gegenüber den sonst natürlich auch üblichen Vorsichtsmaßnahmen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen im Hinblick auf Coronaviren oder haben Sie ganz normal sich schützen können und Ihre Mitarbeiter? Also ganz klar, das ist eine Situation, die wir kennen, weil wir als Rechtsmediziner und Pathologen natürlich häufig mit Infektionen zu tun haben, Krankenhausinfektionen, Infektionen wie Hepatitis, HIV-Infektionen oder einer normalen Grippe. Also die Situation ist gar nicht anders. Wir können uns schützen, indem wir uns eben schützende Kleidung anziehen, indem wir einen Mundschutz haben, einen Spritzschutz auch für die Augen. Und es ist völlig sicher, dass auch durch Aerosole, die wir als Rechtsmediziner nicht fürchten, keinerlei Problem für die Bevölkerung entsteht. Die bleiben ja bei uns im Sektionssaal. Wir haben inzwischen viele Abstrichuntersuchungen durchgeführt und haben gesehen, dass im Sektionssaal, wenn wir dann gereinigt haben, kein Virus nachweisbar ist. Und bisher ist toi 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 von uns keiner krank geworden. Und wir sezieren jetzt schon seit vielen Wochen und haben, wenn man die Verdachtsfälle einbezieht, tatsächlich jetzt schon mit ja, so etwa 20 bis 30 Mitarbeitern uns in den direkten Gefahrenbereich begeben. Und ich sehe da keine besondere medizinische Problematik. Wir haben Schutzkleidung und deswegen sollten wir auch unbedingt obduzieren. Und aus dem, was wir tun, gibt es für die Bevölkerung nur Erkenntnisse, keine Gefahr. Übrigens auch, um das deutlich zu sagen, ich sehe auch keine besondere Gefahr für die Bestattungsunternehmen. Und um das an dieser Stelle deutlich zu sagen, auch im Umgang mit den Verstorbenen rate ich zu mehr Vernunft. Da ist Panik nicht am Platze. Auch eine Abschiednahme, das will ich an dieser Stelle einmal ausdrücklich sagen, von Verstorbenen ist möglich, wenn man Distanz wahrt. Es ist nicht erforderlich, dass man die Verstorbenen etwa in Plastiksäcken wie Aussätzige behandelt. Ja, das ist auch nicht die Verfahrensweise von Robert Koch und viele Bestatter gestalten das anders. Es gibt sogar Beschlüsse von Ministerien, ich nenne da Baden-Württemberg,
Da wurde ausdrücklich bestehende Gesetzgebung außer Kraft gesetzt, indem man gesagt hat, die Krematoriumsleichenschau, die gesetzlich vorgeschrieben ist, soll bei Covid-Erkrankten nicht mehr durchgeführt werden. Das halte ich für völlig überzogen. Wir sollten uns diesen Verstorbenen wie anderen Infizierten normal mit Schutzkleidung widmen. Und es ist keineswegs erforderlich, dass man auch auf diese Art und Weise, das ist völlig falsch, wenn man hier eine Panik erzeugt und zum Beispiel auch Geistlichen und persönlichen Angehörigen einen persönlichen Zugang untersagt. Also ja. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber ja, vielen Dank für die Einschätzung erstmal. Was ich noch sagen möchte, uns erreichen natürlich gerade in der Gesundheitskommission im BVMW viele besorgte Anrufe von Unternehmern, die nicht nur materielle Sorgen fürchten, auch gesundheitliche. Und da wir sowas einfach in der Gänze nicht beantworten können, weil auch für uns diese ganze Epidemie neu ist, ist die Frage, weil es eine der wesentlichen Fragen auch unserer Kommissionsmitglieder und auch der sozusagen Mitglieder im BVMW ist, würden Sie ganz deutlich sagen, in der jetzigen Situation und nach Ihren eigenen Zahlen einen Vergleich mit einer Pestentwicklung oder einer Choleraepidemie wie 1856 ist eigentlich weit hergeholt und überzogen. Wie sehen Sie das? Ja, ich habe das vielfach versucht deutlich zu machen. Ich will es mal ganz persönlich sagen. Ich habe null persönliche Angst im Hinblick auf diese Erkrankung, obwohl ich ein ziemlich alter Mann bin. Und ich weigere mich ausdrücklich, mich von meinen übrigen Angehörigen, von meinen vielen Enkelkindern trennen zu lassen. Ich habe null Angst, dass mich die Enkelkinder infizieren. Ich will nicht isoliert werden. Und diese allgemeine Einstellung, die meine persönliche Erfahrung und die berufliche Erfahrung ist, würde ich auch auf andere Lebensbereiche übertragen wollen. Ich verkenne nicht Ängste, die es jetzt gibt, die auch damit zusammenhängen, dass immer wieder über Krankheit und Tod berichtet wird und über New York und Spanien und Italien. Das ist nicht unsere Situation, die wir hier im Norden haben. Ja. Und das ist eine Ausuferung unter besonderen Umständen, aber jetzt auch nicht so schwarz gemalt werden sollte, als stände uns das direkt bevor. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Sie können jetzt ein Momentchen durchatmen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen, Professor Bakhti, ein paar Fragen besprechen. Schön, dass Sie da sind und wir auch an Ihrer reichhaltigen Erfahrung partizipieren dürfen. Sie merken auch aus den Fragen heraus, es gibt immer wieder große Sorgen und Menschen, die uns anrufen, zum Teil auch irreale Reaktionen zeigen oder auch Fragen stellen, die wirklich zeigen, wie ängstlich diese Menschen sind. Sie bemängeln oft in Ihren Daten, dass die Datenlage im Grunde, mit der das Robert-Koch-Institut arbeitet, im Grunde lückenhaft sind und dass die Datenlage dadurch auch zu Verunsicherung beiträgt. Würden Sie sagen, dass das Virus weniger gefährlich macht? Nein, aber es bedeutet, dass eine Einstufung der Gefährlichkeit mit den Zahlen des RKI unmöglich ist zurzeit. Wissen Sie, zurück zur ersten Stunde Infektiologie. Man muss feststellen, wie gefährlich ein Erreger ist, indem man leider, muss ich sagen, die Opfer zählt. Sie haben Tollwut, die tödlichste aller Infektionskrankheiten. Ein Tollwut-Erkrankte, ein Tollwut-Tote. Eine Million Erkrankte, eine Million Tote. Sie haben auf der anderen Seite Schnupfenviren. Eine Million Schnupfen-Erkrankte, null Tote. So, offensichtlich ist Covid-19 etwas dazwischen. Aber wo? Das können Sie nur feststellen, wenn Sie die, Entschuldigung, Toten zählen. Und das ist das, was Herr Püschel macht, als Einziger in diesem Land. Und wenn Sie das tun, dann kommt sehr schnell heraus, dass dieses nicht der Superkiller ist. Auch jetzt, wissen Sie, mit den Daten, die uns zur Verfügung stellen, jetzt, hier und heute, lässt sich aber schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese hier nicht die große Plage ist. Was haben wir? 100, oh mein Gott, die Zahl von heute kenne ich nicht, 140.000 Infizierte und 3.800 Gänsefüßchen Tote. Gänsefüßchen, weil, Sie wissen
dass die Italiener am 23. März gesagt haben, dass 88% ihrer Corona-Covid-Toten gar nicht Covid-Tote waren. So wie Herr Püschel jetzt auch sagt, dass in Hamburg die Zahlen gar nicht zutreffen, sondern sie müssen einen Teil davon nehmen. Und wie groß dieser Teil ist, das weiß niemand, weil niemand gemessen hat bis jetzt. Und das ist das, was ich meine, nicht gut ist. Aber lassen Sie die Zahlen jetzt stehen. 140.000 gegenüber 3.800, von diesen 3.800 sind mindestens die Hälfte Nicht-Covid-Tote, dann sind wir vielleicht bei maximal 2.000. So, das hört sich nach viel an, ist es aber nicht in der Tat, weil diese Menschen alle vorerkrankt waren und auf dem Weg waren, uns zu verlassen. So, deswegen dieses Virus, auch wenn wir sagen würden, 2.000 verstorben, ist es sehr traurig, aber jeden Tag verlassen uns 2.000 Menschen in diese Altersgruppe. Jeden Tag. Und ja, das heißt, Sie sagen in einem Ihrer Videos, dass das Covid-19 also in der Summe tatsächlich nicht gefährlicher ist als das Influenza-Virus zum Beispiel im Winter 17/18. Das sowieso weniger. Weniger sogar. Ich würde dieses Virus allerhöchstens mit einem normalen saisonalen Grippevirus, also von diesem Jahr zum Beispiel. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass in Italien, Spanien und den USA deutlich mehr Tote als in Deutschland sind. In New York, dieser Hotspot, der Cluster, der dort beschrieben ist, da hat sich die Zahl der Toten in der letzten Woche gegenüber der gleichen Woche im Vorjahr annähernd verdoppelt. Wie würden Sie das wohl versuchen zu erklären? Was heißt, die Zahl hat sich verdoppelt? Die Zahl der Toten in der Woche, wenn man die mit der gleichen Woche in dem Jahr davor vergleicht, also jetzt nicht über die Jahresbilanz, wie Sie das ja auch in Ihren Videos tun, sondern tatsächlich die Woche, in der diese Cluster, praktisch diese vielen Toten aufgetreten sind, in dieser Woche, wenn man die vergleicht mit dem Vorjahr. Ja, ich habe diese Zahlen nicht bis jetzt wirklich studiert, denn wie Heppel sehr richtig sagt, die Situation in Amerika und in New York ist dann völlig anders. Es gibt so viele Faktoren, die wir nicht überschauen und ich erst recht nicht überschauen kann. Und deswegen würde ich sehr zurückhaltend sein und ich würde sagen, ich kann dazu nichts sagen. Ich würde gerne die Zahlen sehen. Ich würde gerne auch etwas mehr über die Krankenakten, Pathologie haben wir ja nicht, und ich würde auch Menschen wie Herrn Püschel fragen, was sie dazu meinen. Ich selbst würde mich absolut zurückhalten. Nur, wissen Sie, diese Sensationsmeldungen und diese Bilder, die hätten Sie auch vor 2 Jahren gehabt. Ich bin sicher, dass wenn Sie vor 2 Jahren in die Schlagzeilen geguckt hätten, da hätten Sie auch gesehen, dass in der Woche, wo das Grippevirus grassiert war, die Zahl der Toten diese Woche höher war als vorhin. So what? Ja, aber wir kommen gleich nochmal zu dem Thema, zum Abschluss hin, weil da gibt es ein paar neue Fakten dazu, die ich gerne nochmal mit Ihnen diskutieren würde, aber ich nehme gerne Ihre Anregung auf. Herr Professor Püschel, was würden Sie dazu sagen? Prinzipiell, das ist eine ganz andere Situation. Ich denke, wir haben das gleiche Virus. Wir haben aber im Gesundheitssystem eine völlig unterschiedliche Situation und wir haben bei der Entwicklung der Häufigkeit, mit der das auftritt, auch eine unterschiedliche Entwicklung. Es ist uns ja hier in Deutschland aufgrund insofern sehr positiver Beschlüsse der Regierung gelungen, die Ausbreitung abzubremsen. Ja, und wenn Sie jetzt die Situation in Hamburg nehmen, Hamburg ist nicht New York, aber wir haben bisher insgesamt 70 Corona-Tote. Und das heißt so insgesamt pro Woche etwa 10 vielleicht seit Beginn der Epidemie. Und in diesem Zusammenhang sage ich dann, bei dieser Situation in Deutschland wird das nicht eintreten, was Sie für New York sagen, also Verdopplung innerhalb einer Woche oder im Vergleich der Woche. Wir haben auch das mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Bisher ist das so, dass man das bei dem Vergleich über 7 Wochen mit dem Vorjahr nicht feststellen kann, dass da ein Unterschied ist. Ja, also wir haben eine wirklich andere Situation. Danke gerne an die Regierung, an die Epidemiologen, an die Virologen. Wir haben hier rechtzeitig abgebremst. Ja. Ja, und wir haben auch eine andere Situation. Ich darf das nochmal sagen in Bezug auf die Krankenhäuser. Es geht ja auch um Hygiene im Krankenhaus. Es geht um die sogenannten nosokomialen Infektionen, die anderen, die auftreten.
wenn ich das sehr plakativ sage, wenn man alle Corona-Erkrankten ins Krankenhaus bringt, tut man ihnen keinen Gefallen, denn im Krankenhaus gibt es viele weitere Infektionen. Also wir müssen uns unbedingt fragen, wie lange wir zu Hause bleiben und uns eben nicht ins Krankenhaus begeben. Und bei dem schlimmen Verlauf müssen wir auch ganz klar sagen, sollten wir sehr gut unterscheiden, inwieweit die Patienten in einer palliativen Situation sind, also alte, sehr kranke, die dann auch gar nicht auf die Intensivstation müssen. Und das andere, was alle wissen, häufig zitiert, in Bezug auf Belegung in Krankenhäusern und Intensivbetten. Wir haben, ich will da andere zitieren, zurzeit mehr Betten frei, als andere Länder insgesamt an Intensivbetten überhaupt zur Verfügung haben. Also wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem. Ja, wir haben frühzeitig vergleichsweise entschlossen reagiert. Das Robert-Koch-Institut hat uns rechtzeitig gewarnt. Und jetzt sollten wir bloß auch noch versuchen, den Menschen beizubringen, dass alle diese Bilder, die aus anderen Ländern kommen, einfach nicht repräsentativ sind für diese Krankheit. Das hat Herr Dankchen völlig zu Recht gesagt. Ja. Das ist keine lebensbedrohliche Krankheit, das ist eine Viruserkrankung, die in einzelnen Fällen einen schlimmen Verlauf nimmt, von der wir auch noch nicht genau wissen, welche Spätfolgen sie hat, um das zu sagen. Aber in Bezug auf Lebensrisiken gibt es viele andere Lebensrisiken, die viel schlimmer sind. Das tröstet jetzt nicht den einzelnen Betroffenen aus einer Risikogruppe, will ich auch wieder sagen. Aber Angst essen Seele auf. Ja, und es ist einfach so, wir verlieren zurzeit unsere Seele, weil viele von uns in der Nachbarschaft Angst haben. Und wenn die Nachbarn sich mit mir nur noch unterhalten über die Scheibe und aus großer Entfernung, dann ist das eben ein großer Verlust an Lebensqualität, von dem ich nur sagen will, diesem Virus völlig unangemessen. Ja, vielen Dank. Das bringt doch deutliche Klarheit in das Thema. Herr Professor Bakhti, an Sie hätte ich nochmal die Frage. Die Anthony Hopkins Universität sieht ja in Dänemark, dass als erstes Land sehr schnelle, rigorose Shutdown-Maßnahmen ergriffen hat, in Europa fast gleiche, sogar geringgradig höhere Infektionszahlen als in Schweden, dem Nachbarland. Die Schweden praktizieren bis heute einen wesentlich lockeren Umgang mit Restriktionen. Spricht das für ein Auftreten des Virus in Clustern? Oder haben Sie eine Erklärung dafür? Es ist für mich wie eine Placebo-Gruppe sozusagen in Europa, wo wir sehen, da sind die Maßnahmen nicht so rigoros wie bei uns. Was glauben Sie, woran das liegen könnte? Ich bin davon überzeugt, dass es daran liegt, dass diese Maßnahmen nichts bewirken. Von sich deswegen auch nicht notwendig sind. Die Schweden haben es uns doch vorgemacht. Genau. Wenn wir wegschauen von den Schweden, dann schauen wir weg von der Wahrheit. Und das ist nicht gut. Vor 3 Tagen haben die Schweden ihre Zahlen gezeigt. Und diese Zahlen sprechen Bände. Nämlich, sie haben gezeigt, dass die Epidemie bei ihnen genau den gleichen Verlauf genommen hat wie bei uns. Und deswegen ist das der Beweis. So ist das. Dass das, was viele Leute geglaubt haben, ich insbesondere, nicht unrichtig gewesen ist. Diese Maßnahmen sind unverhältnismäßig und nicht sinnvoll. Ja, vielen Dank. Also das ist, denke ich, auch die Meinung, die wir in der Gesundheitskommission vertreten. Wir haben ja auch hier Experten im Vorstand wie Professor Nixdorf und Herr Dr. Larsen und auch mit Professor Ehlers, den Sie vielleicht auch kennen, diskutieren wir die Dinge auch fachlich und gemeinsam. Und auch Ihr Kollege Professor Streeck hat ja schon deutlich gesagt bei Markus Lanz, es wäre eigentlich sinnvoll, dass Menschen wie Sie und andere Experten in einer Expertenrunde die Bundesregierung beraten. Wir haben das vom BVMW und der Gesundheitskommission schon vor vielen Wochen gesagt und gefordert. Bisher ist es aber so, dass dazu noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Und wir hatten im Grunde den Vorschlag gemacht, so wie es Herr Professor Streeck, Ihr Kollege, jetzt auch fordert, dass wir mehr als nur wenige medizinische Berater im Grunde als Entscheidung für die Entscheidungsträger in einer Kommission zusammenfassen, von mir aus auch europaweit. Was halten Sie davon? Naja, natürlich sollte das so sein. Denn insbesondere, wissen Sie, wenn in einem Land wie Deutschland, das wirklich voll ist mit sehr viel wissenden Menschen, wenn mehrere aufstehen, ich bin ja nicht alleine, viele, viele Leute sagen dasselbe. Und ich meine, in einer Diskussion, die so wichtig ist für die Bevölkerung, wäre es unbedingt
geboten, bevor man solche Entscheidungen trifft, Maßnahmen, die die Grundrechte der Menschen eingrenzen. Ja, auf unglaublicher Weise, unvorstellbar, die sozioökonomischen Folgen mit sich bringen, die einfach horrend sind, dass natürlich die Verantwortlichen eine Diskussion offen und ehrlich und sachlich vorher erlauben müssen, fördern müssen, und zwar mit Leuten, die nicht so denken wie Sie, Leute, die anders denken. Ja. Das ist nicht passiert. Wen würden Sie nach Ihrer Einschätzung in so einer Expertenrunde gerne sehen? Oh. Nee, also ich, das ist, die Frage kommt mir zu plötzlich. Ich könnte Ihnen sofort eigentlich, wie viele Leute wollen Sie die genannt haben? Also ich würde jetzt nicht auf Namen auswollen, das wäre sicherlich zu viel, sondern mir ging es eher darum, zum Beispiel zu sagen, dass Virologen, aber auch Pathologen, auch Biometriker an einem Tisch sitzen, die gemeinsam und diskutieren. Infektiologen. So ist das, Infektiologen. Ne? Das war so eher in die Richtung, ging die Frage. Selbstverständlich. Es sollte von allen Fachrichtungen, deswegen habe ich einen Appell gerichtet. Lass uns doch gemeinsam diese Krise lösen, gemeinsam. Denn wenn ein Land in einer Krise ist, dann brauchen wir die ganze Expertise gebündelt und nicht, dass jede gegen jeden dann kämpft oder die anderen einfach nicht akzeptiert. Das geht nicht. Ja, vielen Dank. In verschiedenen Fachrichtungen, Epidemiologen, Virologen, alles, was Sie gesagt haben, Pathologen natürlich, Infektiologen und Mediziner, praktisch tätige Mediziner. Ja. Unter anderem. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Sie sehen ja angesichts der immensen wirtschaftlichen, die Sie schon angesprochen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen, sozialen und psychischen Kollateralschäden, die wir speziell in unserem Zentrum auch sehen und auch die ich kenne von vielen unserer Kollegen, sehen Sie das, um es nochmal deutlich zu sagen und unseren Zuhörern rüberzubringen, diese aktuellen Maßnahmen, die Bundesregierung geführt hat, für angemessen an oder sind sie überzogen? Sie haben es schon angedeutet, aber nochmal ein deutliches Statement. Ich sage es ganz deutlich. Diese Maßnahmen, die Grundrechte einschränken, sind alle überzogen, unverhältnismäßig. Und wenn das ursprüngliche Infektionsschutzgesetz noch gültig wäre, wären sie verfassungswidrig. Das muss man sich wirklich... Und schauen Sie mal... Ja, jetzt werde ich etwas sagen, was mich ein bisschen in Gefahr bringt. Noch sind, glaube ich, etwas über 50% der deutschen Bevölkerung bereit, diese Maßnahmen zu akzeptieren und auch sie gut zu finden. Die Zahl wird aber von Tag zu Tag kleiner. Meine Interpretation ist, dass die Zahl der Menschen in diesem Land, die schon zu Schaden gekommen sind, die existenzgefährdet sind oder deren Existenzen bereits zerstört worden sind, wächst tagtäglich. Und die Zahl der Zustimmung wird immer geringer sein und irgendwann, sehr bald, wird die Stimmung ganz kippen, weil immer mehr Leute aus dem Mittelstand, zu dem wir auch gehören übrigens, wir gehören nicht zu den Leuten, die Bundestagsabgeordneten so abgesichert sind, dass sie das gut hinnehmen können. Nein, wir sind, unsere Freunde, Bekannte gehören alle dazu, dass sie gefährdet sind. Und sie kommen zu uns und sie sind verzweifelt. Und das möchte ich Ihnen hier und heute zu bedenken geben. Denn stellen Sie sich vor, dass diese Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind. Und das lässt sich in einem wissenschaftlichen Diskurs klar herausholen. Heißt es dann, dass die Verfassung jetzt eigentlich nicht mehr beachtet wird? Mir fehlen die juristischen Worte. Und wenn ja, was sagen die Juristen dazu? Gibt es niemand, der jetzt aufsteht und sagt, jetzt reicht es, jetzt wollen wir prüfen, ob dieses wirklich nicht verfassungswidrig ist? Denn das ist das, was der normale, der nicht so wohlhabende Mensch in diesem Land eigentlich wünscht, dass das geklärt wird. Ob es erlaubt ist, dass drei ältere Menschen sitzen und auf einer Bank zusammen
und werden von der Polizei vertrieben und müssen auch Strafe bezahlen. Das kann doch nicht sein. Menschen wollen ihre Liebsten im Krankenhaus oder im Heim besuchen und dürfen es nicht. Das kann doch nicht sein. Ich werde ganz emotional, wenn ich das sage. Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank für die ehrlichen Worte. Das ist genau das, was auch in den Fragen unserer Anrufer und unserer Mittelständler der kleinen und mittleren Betriebe immer wieder umtreibt, die uns fragen, was können sie persönlich machen? Und die Verunsicherung ist trotz vieler Aufklärung immer noch groß. Deswegen ja auch heute dieses Webinar. Und erstmal vielen Dank, Herr Professor Püschel. Ich würde bei Ihnen noch mal ganz gerne ein bisschen zurückkommen zu den Vorerkrankungen. Das ist ja ein Riesenthema. Das heißt, wir haben etwa 8 Millionen Asthmatiker. Wir haben 6,8 Millionen Menschen, die an chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, COPD, leiden. Schätzungen zufolge leiden 10 bis 15 Millionen Menschen in Deutschland an Autoimmunerkrankungen, manchmal sogar mehrere Autoimmunerkrankungen. Die Liste lässt sich endlos weiterführen. All diese Menschen sind besonders gefährdet. Ist es nicht unsere Aufgabe als Ärzte, dass wir alles dafür tun, damit diese Menschen möglichst lange gesund bleiben und leben? Ja, die Antwort ist ja ganz klar. Selbstverständlich. Ich muss jetzt den Bezug allerdings herstellen zu Covid-19. Das wollen Sie ja nun wieder. Ja. Also allgemein gilt das. Und deswegen ausdrücklich nochmal der Hinweis, ich finde, wir sollten in unseren Krankenhäusern neben dem Fokus auf Covid-19 versuchen, alle anderen Dinge jetzt wieder stärker zu beachten. Ich habe das verstanden, dass die Krankenhäuser umgeschaltet haben, aber jetzt finde ich, dass Covid-19 zu viel Aufmerksamkeit hat und dass wir die anderen Disziplinen, die Chirurgen und die Internisten mit den Krankheiten wieder stärker zu Wort kommen lassen müssen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Patienten zu behandeln, was sie gar nicht können, weil sie zurzeit die Ressourcen verbessert haben für die Intensivmedizin und für die Behandlung von Covid. Und das Ergebnis ist, dass in den Krankenhäusern bis jetzt, ich spreche nur für meine Region, relativ viele Betten frei sind und relativ viele Ärzte gar nicht so, wie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, überlastet sind, sondern relativ wenig zu tun haben, weil sie ihren Fokus anders haben als bei Covid. Also ich finde, wir müssen jetzt wieder einen Weg finden, mehr für die Beachtung all dieser anderen Erkrankungen. Und dabei aber auch nochmal der Hinweis, nicht jeder Diabetiker, der einen gut eingestellten Diabetes hat, ist jetzt ein Risiko. Ja, das ist viel zu sehr überzeichnet worden und nicht jeder Asthmatiker muss befürchten, dass er daran stirbt, sondern die allermeisten werden diese Krankheit relativ leicht durchmachen. Das wissen wir doch. Also das können die Kliniker besser erklären als ich. Ich bin ja Gerichtsmediziner, also sag mal der hinterher, der zu spät kommt. Ja, aber wenn Sie Intensivmediziner fragen, wenn Sie Geriater fragen, Internisten fragen, selbst in den Heimen, in denen jetzt verstärkt Menschen sterben, überleben das auch ganz viele. Ja, das ist kein Todesurteil und wir sollten in den Krankenhäusern uns wieder stärker konzentrieren, auch auf die anderen Dinge. Wenn ich noch etwas sagen darf zu diesem Thema, was Sie eben auch gefragt haben, meine Einstellung geht sehr stark dahin, dass wir die Belange der ja, des Mittelstandes, ganz klar, aber in Bezug auf die Bevölkerung der Jüngeren doch deutlicher in den Vordergrund stellen. Wir sind im Augenblick dabei, ich sage das jetzt mal etwas drastisch, und sperren unsere Kinder ein. Ja? Und wir lassen sie nicht zur Schule. Und wenn es wirklich überspitzt formuliert ist, ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich sage es jetzt aus meiner Sicht, sie dürfen nicht mehr zu den Großeltern, weil die Großeltern krank werden dürfen. Die Menschen, die mit den Jungen tatsächlich dann keinen Kontakt mehr haben wollen, müssen für sich die Konsequenzen suchen und sich dann tatsächlich isolieren. Sie können sich ja in Quarantäne begeben. Aber ich finde, wir müssen die Jüngeren jetzt wieder loslassen. Wir müssen möglich machen, dass sie zur Schule gehen und in gewisser Weise auch, dass sie zumindest in diesen Kreisen vielleicht etwas schneller die
Durchseuchung erhöhen, als uns das erklärt wird, dass es sinnvoll ist mit diesem 1:1-Verhältnis. Warum versuchen wir da nicht einen Unterschied zu machen und sagen, die Jüngeren haben auch Rechte? Ja, es haben nicht nur die alten Rechte, sondern die Jüngeren haben Rechte auf ein normales Leben und wir müssen dieses auch im Fokus haben. Ich glaube auch, dass es so ist, wie Professor Bakhti sagt, es wird irgendwann eine juristische Klärung geben müssen. Meines Wissens hat es auch schon Eingaben in Karlsruhe gegeben zu diesem Thema. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber auch noch zum Thema Prävention an Sie eine Frage. Und zwar, wir haben aus dem direkten Kontakt mit unseren Patienten und auch mit zahlreichen Kollegen im Gespräch erfahren, dass viele Patienten tatsächlich dringend notwendige Kontrolluntersuchungen, zum Beispiel Diabeteskontrolluntersuchungen oder auch bei Krebserkrankungen, Therapien, die im Krankenhaus eigentlich erfolgen sollten, aus Angst vor Infektionen im Krankenhaus nicht durchführen lassen. Ich habe mehrere Kinder. Eine von diesen Kindern ist in der Schweiz, in Zürich, in einem Universitätsklinikum. Die sagen, wir sitzen da und drehen Däumchen. Wo bleiben unsere zu überwachenden Patienten? Also ein Bereich, an dem wir vorher gar nicht so gedacht haben. Sogar notwendige Operationen werden verschoben. Hat sie angesichts der gestern verkündeten Versammlungsbeschränkung bis Ende August 20 das noch für verhältnismäßig oder was können wir als Ärzte da vielleicht im Verbund tun, um da durch Aufklärung vielleicht eine Lockerung zu erwirken? Naja, wir müssen Aufklärung betreiben und wir müssen uns auf unsere ärztliche Position besinnen. Ich habe das so formuliert, die Hausärzte, die Palliativmediziner, die Geriater, die Internisten, auch die Intensivmediziner müssen stärker wieder zu Wort kommen. Ich weise zum Beispiel hin auf unseren stellvertretenden ärztlichen Direktor am UKE, der geradezu einen Appell an die Patienten gerichtet hat, jetzt zum Beispiel mit Schlaganfällen, nicht das Krankenhaus zu vermeiden, weil dadurch viele wichtige sofortige Therapiemaßnahmen versäumt werden. Ja, ja. Der Appell von ihm tatsächlich an uns alle gerichtet worden, wegen des Fokus auf Covid-19, nicht den Blick zu verlieren dafür, dass es eine große Zahl, eine Reihe anderer Probleme gibt, die uns ehrlich gesagt mehr bedrohen als. Ja, vielen Dank für die Antwort, Herr Professor Bakhti. An Sie die Frage, auch wieder hier der schon zitierte Kollege Professor Streeck konnte in dem Clustergebiet Gangelt bei Heinsberg trotz vieler hochinfektiöser Patienten in den einzelnen Haushalten, in den Familien eigentlich nur tote Viren auf Gegenständen wie Türklinken, Schränken und so weiter nachweisen. Eine Frage, die auch über den BVMW an die Gesundheitskommission oft an uns gerichtet wird, heißt das, die Viren, die wir dort finden, die dann tot sind, sind ja auch nicht mehr in der Lage, durch fehlende Virulenz anzüchtbar zu sein. Heißt das, dass viele der Vorsichtsmaßnahmen tatsächlich überflüssig sind, auch in diesem Bereich? Natürlich. Ich meine, Viren leben sowieso nicht, aber sie sind nicht infektiös, also sind sie keine Gefahr. Deswegen sind alle diese Maßnahmen, macht das Volk ein bisschen lächerlich. Wenn ich das schon sehe, wie sie rumlaufen und wie sie sich meiden, es ist ein bisschen peinlich, das Ganze. Ja. Wie kann eine gebildete Gesellschaft sich so weiß nicht, an der Nase führen lassen? Das kann ich nicht verstehen. Ja, das Einzige, was ich noch einsehen würde, abgesehen von den normalen hygienischen Maßnahmen wie Hände waschen, wenn man, die schon immer eigentlich jede getan hat bis jetzt oder was, ist die Frage, ob Masken getragen werden sollten. Und da habe ich eine ganz persönliche Antwort und ich glaube, die Antwort ist begründet. Masken zu tragen ist sinnvoll, wenn man selbst hustet und niest, damit die anderen nicht infiziert werden. Ja. Aber ein gesunder Mensch braucht die Maske nicht. Ja. Den Erreger verbreitet, okay? Da darf ich Ihnen ein kleines Bonmot dazu stellen. Bei meinem letzten Besuch in einem großen Großmarkt konnte ich dann also mehrere Kunden, die dort einkauften, sehen, die ihre Maske am Hals hingen hätten, verdreckt, wahrscheinlich schon Wochen alt, haben dann mit ihren Händen alle Pappkartons und Tüten, Verpackungsmaterialien angefasst, ihren Wagen gefüllt, kommen an die Kasse und ziehen dann mit den dreckigen Händen den Mundschutz nach oben, um sich dann an der Kasse zu schützen. Ich würde gerne mal wissen, was Herr Püschel dann am Abstrich dafür Erreger alles finden würde. Ja. Also
es treibt wirklich bunte Blüten. Trotzdem, das wichtige Thema Prävention möchte ich nicht bagatellisieren. Das ist wichtig. Welche persönlichen Schutzmaßnahmen halten Sie denn persönlich für wichtig? Wie würden Sie sich schützen in der Öffentlichkeit? Gar nicht. Warum soll ich mich schützen? Ich finde das Ganze so überzogen und ja, so surrealistisch, das Kafkaesk, was hier abgeht. Ja. Sehen Sie, kommen wir doch mal zurück zur Realität. Dieses Virus ist nicht ungefährlich, aber es ist nicht der Horror. Ja? Ja. Und wie Herr Büschel sehr richtig sagt, es gibt so viele Infektionserreger, die genauso schlimm sind oder noch schlimmer. Und da tun wir gar nicht dagegen. Und wissen Sie, das ist einfach die Unverhältnismäßigkeit. Ist so überzogen. Ich bin Thailänder. Jeden Tag sterben 1000 Menschen an Malaria. Beim Thema Unverhältnismäßigkeit würde ich gerne gleich reingrätschen. Ja. Sie sind ja im Faktencheck nach Ihrem letzten Video ziemlich böse angegriffen worden. Ich habe mir das durchgelesen und da hat man Ihnen auch unterstellt, dass es einfach nicht stimmt, dass zum Beispiel Feinstaub in irgendeiner Weise eine Rolle spielen würde. Jetzt gibt Ihnen ein Virologe aus Stanford recht, der direkte Nachweis zwischen der Feinstaubbelastung und dem schwereren Verlauf einer Corona-Infektion bestätigt. Und heute Morgen in den Nachrichten kam auch, dass man vermutet, dass die Clusterwirkung in New York etwas mit der Asbestbelastung nach 9/11 zu tun haben kann. Das heißt, der Feinstaub, den die Menschen in der Umgebung eingeatmet haben, der möglicherweise noch in dem Gewebe irgendwo zu finden ist und der auch vielleicht auf den Dächern in kleineren Formen noch als Spuren nachzuweisen ist, wird als Trigger gesehen. Interessanterweise in der Lombardei in Italien das gleiche Problem, die Feinstaubbelastung auch sehr hoch. Könnte das Ihrer Einschätzung nach ein Grund sein, dass diese Feinstaubbelastung dann triggert und die Coronavirus-Infektionen besonders schwer verlaufen? Naja, ich habe in meinem Video gesagt, es ist möglicherweise eine der Erklärungen, es ist mehr als eine, die da sind. Und ich wurde falsch zitiert durch Herrn Metzger und er hat gesagt, ich hätte das als Erklärung, das wäre Blödsinn. Nun, ich war nicht der Einzige, der den Verdacht hatte, dass die Feinstaubbelastung eine Rolle mitspielte. Denn jeder, der ein bisschen was von Atemwegserkrankungen versteht, Herr Püschel versteht davon viel mehr, weiß, dass die Feinstaubbelastung eine Lungenvorschädigung, und zwar großen Ausmaßes machen kann, insbesondere wenn das über Jahre geht und die Smogbelastung so hoch ist wie in Norditalien und in China. So, deswegen ist es nicht eigentlich meine Idee alleine, dass die Stanford-Gruppe jetzt das wissenschaftlich untermauern, ist für mich und für die anderen sehr befriedigend. Aber ich möchte gerne, dass ich nicht falsch zitiert werde. Es ist einer der Gründe. Und genauso wie natürlich, wenn Asbest jetzt gefunden wird, warum nicht? Ja, was halten Sie in dem Zusammenhang von dem auslösenden Faktor Elektrosmog, der ja auch dramatisch zugenommen hat und auch im Verdacht steht zu triggern, solche Erkrankungen? Davon habe ich zu wenig Ahnung. Elektrosmog habe ich nicht. Ich weiß, fragen Sie Herrn Büschel, er weiß bestimmt 1000-mal mehr. Herr Büschel, an Sie die Frage, was können Sie was dazu sagen? Ganz klar. Einige Fragen aufgetreten, die würde ich gerne vorlesen, sodass wir... Ein kleiner Moment Pause. Ich würde sagen, mit diesen irrationalen Theorien habe ich nichts am Hut. Das ist eine Virusinfektion und wir müssen uns über die Besonderheiten und die Epidemiologie von Virusinfektionen unterhalten und sollten da auch nicht ablenken. Ja? Und Prävention ist extrem wichtig und alle diese abenteuerlichen Theorien, die zurzeit gebracht werden, von denen ich Ihnen noch viel mehr sagen kann, die gehen einfach, da geht mir die Hutschnur hoch. Das ist völlig daneben. Bleibt bitte dabei, das ist eine Virusinfektion, die ist nicht ungefährlich und wir müssen uns verhalten wie bei einer Virusinfektion. Wir wissen ganz gut, wie die sich ausbreiten und wir lenken damit ab, wenn wir auf diese merkwürdigen Theorien hinweisen. Natürlich macht Asbest eine Lungenkrankheit und Feinstaub ist nicht gut für die Lunge und das ist auch nicht gut für Covid, aber Virusinfektionen haben schon ihre eigenen Gesetze. Okay, ja, vielen Dank für die Einschätzung. Bevor wir jetzt zu den Zuschauerfragen kommen, vielleicht noch eine Abschlussfrage an Sie, Herr Professor Püschel. Wenn Sie sich vorstellen würden, Professor Drosten, würde der ganze Medienrummel zu viel und er würde seinen Job für einen Tag an Sie abgeben. Was wäre Ihr wichtigster Rat für Angela Merkel?
Ja, der ist ganz klar, keep cool, ja, das ist das eine, und keep sane und denkt an die Jüngeren und stellt nicht die Angst und die Panik in den Vordergrund, sondern sucht einen rationalen Umgang mit den... Perfekt, vielen Dank. Gerne mit Herrn Drosten, ich schätze den sehr. Ja, vielen Dank für die Antwort. Herr Professor Bakti, was würden Sie sagen, Frau Angela Merkel? Schwierig. Ich würde ihr sagen, dass so wie die Stimmung kippt, mehr und mehr und immer mehr Leute es nicht mehr ertragen können, diese Maßnahmen auf sich zu nehmen, werden vielleicht immer mehr Leute die Frage stellen, die in unserem Bekanntenkreis immer häufiger gestellt wird, nämlich: Kann es sein, dass Frau Merkel die ganzen Zusammenhänge nicht verstanden hat und an ihre eigenen Worte glaubt? Oder kann es sein, dass sie nicht an ihre eigenen Worte glaubt und trotzdem diese Worte spricht? Oha, ja, vielen Beides Dank. Ist schlimm. Und deswegen wäre ich mein Vorschlag, dass der Rücktritt, der Rückzug in Würde jetzt angetreten wird. Aber ja, nicht mit Trippelschritten, sondern im entschlossenen Marschschritt. Vielen Dank für die Einschätzung. Herr Dr. Völz, Sie haben einige Fragen aus dem Publikum und von den Zuhörern. Können Sie sie mal vorlesen? Ja, das tue ich sehr gerne. Mit der Bitte, die Frage möglichst kurz zu beantworten, nicht ausufernd. Ansonsten kommen wir mit den Fragen nicht durch und das wollen wir ja nach Möglichkeit vermeiden. Gerne. Frage 1 lautet: Was ist mit Rheumapatienten? Sind diese stärker gefährdet? Die Frage würde ich weitergeben an Herrn Professor Bakti. Sind rheumagefährdete Patienten stärker gefährdet im Zusammenhang mit Covid-19? Ist mir nicht bekannt. Mhm. Also ich glaube nein. Aber Herr Püschel kann es bestimmt auch sagen. Also wir haben unter den Toten, die wir bisher untersucht haben, keinen dabei gehabt, der bei dem die Rheumaerkrankung irgendwie im Vordergrund stand. Klar. Ich würde aus meiner Sicht der Klinik sagen, rheumatische Geschehen und auch andere degenerative Erkrankungen sind ein komplexes Krankheitsbild. Und wenn man über das Thema Prävention nachdenkt, dann schätzen wir zum Beispiel diese degenerativen Erkrankungen, die rheumatischen Erkrankungen auch als Stoffwechselkrankheit ein, unter anderem. Und insofern gilt da der präventive Grundsatz, den wir ja auch schon angesprochen haben, maximal für den Stoffwechsel Immunsystemstärkung machen und dafür sorgen, dass das eigene System gut funktioniert, dass man sich von den Medikamenten her gut einstellen lässt. Und ich sehe aus meiner Sicht auch nicht wirklich ein größeres Risiko als bei anderen Patienten. Komme ich zur dritten Frage. Und zwar will hier ein Zuschauer wissen: Verstehe ich das richtig, dass Sie, Herr Professor Püschel, der Meinung sind, dass das Coronavirus nur als Katalysator bestehender ernsterer Krankheiten, in Klammern Herz-Kreislauf, Immunschwäche und so weiter, dient? Ja. Und selbst in den seltensten Fällen die eigentliche Todesursache ist? Also das ist jetzt wirklich etwas komplexer, als das so vereinfacht immer dargestellt wird. Ich will sagen, das ist eine Virusinfektion, die die Atemwege und die Lunge befällt und die einen eigenständigen krankmachenden Charakter hat und tatsächlich zu ernsthaften Erkrankungen führen kann. Bei den meisten Menschen wirkt sich das nur tödlich aus, wenn sie zusätzlich andere schwere Vorerkrankungen haben. Dann kann aber die Viruserkrankung der letzte Tropfen sein, der tatsächlich den tödlichen Ausgang begründet. Ich habe immer gesagt, dass die Virusinfektion alleine bei einem gesunden, sonst gesunden zum Tode führt, ist extrem unwahrscheinlich. Komme ich zur nächsten Frage. Verstehe ich es richtig, dass Covid nicht besonders pathogen, aber wohl sehr infektiös ist? Das ist nach meinem Verständnis doch der Grund für die staatlichen Maßnahmen. Dort, wo diese Maßnahmen zu spät kamen, zum Beispiel in Italien, Spanien, ist die Mortalität ja messbar höher als während der Grippeepidemie 1917, 1918. Also der erste Teil stimmt. Das ist eine Pandemie, die sich überall sehr schnell ausgebreitet hat. Von daher entsteht eine besondere Problematik. Aber dieses Virus selbst ist in Bezug auf die Gefahr für den Einzelnen
kein spezielles Problem größer als andere uns bekannte Virusinfektionen, wie zum Beispiel die Grippe. Und ich würde dazu noch antworten, wir wissen einfach noch zu wenig über Corona und wir haben ganz klar die auch von Professor Bakhti schon angesprochenen unterschiedlichen Gegebenheiten. In New York, wir haben über Asbest gesprochen, wir haben über Elektrosmog gesprochen. Es gibt mit Sicherheit viele Faktoren, die da noch eine Rolle spielen, die wir gar nicht kennen. Aber es wird Gründe geben, warum diese Cluster auftreten und da hoffe ich auf die nahe Zukunft, dass wir dafür Antworten bekommen. Ja. Nächste Frage. Empfehlen Sie uns in unseren Unternehmen irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen oder sollten wir einfach so weitermachen wie bisher? Was heißt weitermachen wie bisher? Ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen. Also, darf ich antworten? Meine Meinung sagen? Bitte antworten Sie, Professor Bakhti. Ja, ich habe gesagt, ich finde die Maßnahmen absolut nicht angebracht. Sie brauchen keine Maßnahmen. Sie können diese Maßnahmen auch nicht ansetzen, wenn Sie vor der nächsten Grippewelle stehen. Und das werden Sie bald tun. Ja, dann sind Sie ruiniert. Es ist auch so einfach. Gut, dann komme ich zu einer Frage, die damit unmittelbar zusammenhängt. Und zwar, wenn man die Maskenpflicht ablehnen mag, welche wissenschaftlichen Beweise und Studien nimmt man sich am besten zur Seite? Ich glaube, diese Frage ist auch an Sie gerichtet, Herr Professor Bakhti. Maskenpflicht. Ich weiß nicht, wo es Maskenpflicht wirklich gibt. Es gibt eine Empfehlung, soweit ich weiß. Also bei uns in Schleswig-Holstein gibt es noch keine Pflicht. Wenn es die Pflicht gäbe, würde ich sofort einen Strafzettel mir einhandeln und dann Einspruch erheben, weil das geht nun mal gar nicht. Diese Effizienz, eine Maske zu tragen, ist erwiesenermaßen nicht vorhanden. Es gibt keine Daten, die dafür sprechen, dass es gibt sogar eine Veröffentlichung, die sagt, dass diese Maskenpflicht absolut nicht sinnvoll ist. Ich müsste die rausholen für Sie, aber ich kann Ihnen die Publikation irgendwie zuspielen. Auch wenn ich als Nichtmediziner hier eigentlich nicht so qualifiziert Auskunft geben kann wie Sie drei. Die Bundesregierung hat gestern nicht für eine Maskenpflicht, sondern für ein Maskengebot votiert. Es gibt also keine Pflicht, sondern die Bürger werden gebeten, eine Maske zu tragen, um sich selbst zu schützen. Das ist genauso sinnlos wie alles andere. Ich meine, wenn dieses Gebot kommt, dann sollte aber auch die Bevölkerung in gebetsmühlenartiger Weise immer wieder täglich darüber informiert werden, wie man die richtig trägt, wie man sie richtig gebraucht. Und wie Herr Professor Bakhti schon richtig sagt, das ist der Schutz der anderen vor meiner Erkrankung. Aber alles andere ist in meinen Augen eher ist der gegenteilige Effekt zu erwarten, weil richtig. Die bakterielle Verseuchung, die virale Verseuchung richtig. Der Maske selber ist völlig kontraproduktiv. Ja, und die Maske bewirkt gar nichts. Ja. Ich habe noch zwei Fragen, wenn ich die noch stellen dürfte, bitte. Ja. Was muss man als Schutz tun, wenn Personen von Risikogruppen mit jüngeren Personen in einem Haushalt wohnen, zum Schutz der Personen der Risikogruppe? Also wenn niemand hustet und niest, dann braucht man keinen Schutz. Diese Leute scheiden das Virus nicht in bedeutendem Maße aus. Und außerdem, wie Herr Püschel immer wieder gesagt hat, es ist nicht jeder Diabetiker, nicht jeder ältere Mensch über 50 gefährdet, sondern es ist nur eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, die ohnehin gegenüber jedem Infektionserreger, vor allem der Atemwege, gefährdet sind. 10-15% der Menschen, die in Pflegeheimen wohnen werden, sterben an Atemwegsinfektionen. Es ist so. Und es ist bedauerlich, aber das ist die Tatsache. Dann zur allerletzten Frage. Ist mittlerweile bekannt, ob man nach einer Infektion immun ist oder ob es zu Mehrfachinfektionen kommen kann? Natürlich kann es nicht bekannt sein, weil diese Epidemie neu ist. Die Wahrscheinlichkeit jedoch ist sehr gering, dass wenn man Antikörper hat gegen dieses Virus, dasselbe Virus ein, das ist wie bei der Grippe. Wenn Sie Antikörper haben, dann werden Sie, wenn Sie auch wieder erkranken, dann viel leichter erkranken, viel weniger erkranken. Also, das ist eine Diskussion, die nicht relevant ist. Es sind noch mehr Fragen reingekommen, aber es ist eine gute Übung, im Nachhinein diese Fragen zu beantworten. Das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen.
das machen. Ja, vielleicht noch ganz kurz einen großen Dank, Herr Professor Püschel, an Sie und an Sie, Herr Professor Bakti, dass Sie so kompetent und in der Sache klar und stringent die Fragen beantwortet haben. Wenn ich mir erlauben darf, es kurz zusammenzufassen. Wir brauchen aus meiner Sicht und aus dem Ergebnis des Gespräches mehr Tests und können dann besser entscheiden, wer in seinem Beruf gefahrlos wieder eingesetzt werden kann. Wir brauchen mehr Forschung. Wir wissen einfach noch zu wenig über Corona. Und wir sollten Spezialisten und Biometriker, wenn es geht, als Berater von Frau Merkel an einen Tisch holen, solange sie dort regiert. Wir müssen viel lernen über Corona und müssen auch versuchen herauszufinden, warum diese Clusterentwicklungen auftreten und die das Virus besonders aggressiv machen. Auf der anderen Seite, so wie ich Sie, Herr Professor Püschel, verstanden habe und Herrn Professor Bakti, es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik. Es ist ein Virus und nicht mehr. Wir sollten unsere Vorerkrankten und alten Menschen schützen. Das ist der Job der Ärzte und das ist der Job der Aufklärung. Aber, und das möchte ich als positiven Ausklang mitgeben, wir sollten auch die Corona-Krise nutzen. Und zwar im präventiven Sinne, um unser Essverhalten zu überdenken. Nicht zu rauchen, unser eigenes Immunsystem zu stärken, zum Beispiel durch regelmäßigen Sport und regelmäßige Untersuchungen und Check-ups beim Hausarzt nicht zu vergessen. Und damit danke ich Ihnen ganz recht herzlich für dieses informative Gespräch. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Teilnahme.